So, heute geht es um das Thema Kaiserschnitt. So, der Kaiserschnitt ist tatsächlich weltweit die häufigste Operation, die an Frauen durchgeführt wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor vielen Jahren gesagt, 15%, 15% wäre eine realistische Kaiserschnittrate. Also von allen Geburten dürften um die 15% im Kaiserschnitt enden. In Deutschland ist es so, dass wir bis vor ein paar Jahren eine Kaiserschnittrate von 15% hatten, die ist aber hochgeschnellt auf 30%. Und zum Glück haben sich einige Frauenverbände auch mal dagegen gestellt und haben angestoßen, dass es jetzt eine sogenannte S3-Kaiserschnittrichtlinie gibt. Das ist zumindest schon mal ein Fortschritt. Und dann hat man sich mal angeschaut, womit hängt das denn zusammen? Wie kann das sein? Und ich sage mal, das Fazit ist, in Deutschland wäre eine Kaiserschnittrate von 10% angemessen. Jetzt sind wir bei 30%. So, und in diesen diversen Analysen hat man sich dann angeguckt, warum ist das so? Warum ist es so, dass in Deutschland, ne, plötzlich 30%, jede dritte Frau, grob gesagt, endet im Kaiserschnitt? Welche Zusammenhänge gibt es da? Und dann ist man darauf gekommen und hat eben mitgekriegt, dass es nicht unbedingt medizinische Gründe sind. Und das ist sehr, sehr erschreckend. Wenn du schwanger bist oder deine Freundin schwanger ist, solltest du dich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und immer im Hinterkopf behalten, dass es bei den Kaiserschnitten oft um andere Gründe geht. Also da gibt es die organisatorischen Gründe, dass gesagt wird, wir haben Personalmangel, wir haben im Kreis ja gar nicht so viele Hebammen, dass wir überhaupt die Frauen eins zu eins betreuen könnten. Je nachdem, wie groß die Klinik ist, werden nicht so viele Geburten pro Jahr durchgeführt. Und diese Gleichung, wenig Personal plus wenig Geburten in der Klinik, führt zu einer Erhöhung der Kaiserschnitte. Umgekehrt ausgedrückt ist es so, dass wenn wir große Geburtskliniken nehmen, die viele Geburten pro Jahr haben und viel Personal, das sich um die Gebärenden kümmert, dann haben wir geringe Kaiserschnittraten. Und dann kommt natürlich ja noch das Geld mit ins Spiel. Denn wenn die Personalsituation schon belastend ist, braucht das, also unsere Kliniken sind ja mittlerweile immer weiter privatisiert, sprich, ja, eigentlich ganz privatisiert. In anderen Ländern oder früher in der DDR zum Beispiel war es ja so, dass die Krankenhäuser in kommunalen Händen waren. Sprich, die Stadt oder der Staat hat die Krankenhäuser bezahlt. Dementsprechend waren die Krankenhäuser nicht auf Gewinn aus. So wie es aber heute ist. Heute sind das Wirtschaftsunternehmen und das Krankenhaus muss mehr Gewinn als Minus erwirtschaften. Und da bietet sich das natürlich an. Kaiserschnitt bringt zwischen 3.000 und 4.000 Euro ein. Eine vaginale Geburt eben weniger. So, und da kann man eben sagen, okay, wenn ich sowieso schon weniger Personal da gerade habe oder vielleicht auch sparen muss, ne, dass ich dann sage, okay, ich spare jetzt einfach ein, ich stelle weniger Personal ein, aber mit dem Personal kann ich den Kaiserschnitt machen, kriege ich sogar mehr raus, passt das Ganze. So, und dann kann man aber auch nochmal zusammenfassen, dass eine konsequente Betreuung durch eine Hebamme unter der Geburt zu weniger Komplikationen unter der Geburt und zu weniger Kaiserschnitten führt. Das heißt, wenn eine Hebamme dich eins zu eins heißt, sie ist nur für dich da, dich während der ganzen Geburt versorgt, begleitet, dann hast du das geringste Risiko auf Komplikationen und die geringsten Risiken, einen Kaiserschnitt zu erfahren. Das mal zusammengefasst, ne? Da könnte man schon auf die Idee kommen und sagen, okay, wenn die Klinik zu wenig Personal hat, ich möchte aber eine Hebamme haben, die mich eins zu eins betreut, dann bleibt ja schon fast nur noch der Weg ins Geburtshaus oder der Weg zu Hause dein Kind zu gebären. Ja, so im Hinterkopf. Oder alternativ, was man noch machen kann, schau, dass unter der Geburt, dass du gut vorbereitet bist, dass dein Begleiter, Begleiterin gut vorbereitet ist oder du vielleicht noch eine Doula mitnimmst, die ein bisschen unterstützend eben mit dabei ist, sodass du immer
nicht alleine bist. Aber den Job einer Hebamme kann keiner von beiden übernehmen. So. Der häufigste Grund für einen Kaiserschnitt ist tatsächlich ein vorhergehender Kaiserschnitt. Es gab ja früher den Spruch, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Das stimmt aber nicht. Also heute ist das Risiko einer natürlichen Geburt nach Kaiserschnitt eigentlich genauso groß. Es wäre möglich, wenn die Klinik auch wieder da Erfahrung hat und natürlich der Schwangerschaftsverlauf normal verläuft. So, dann hat sich auch noch herausgestellt, dass es eine mangelhafte Beratung gibt. Also, wenn die Ärzte im Krankenhaus zu einem Kaiserschnitt raten, dann steht immer im Raum, beziehungsweise in dieser Empfehlung wird immer wieder gesagt, fürs Kind wäre das gesünder, weil es dem Kind Stress erspart. Das ist aber gar nicht so. Und es ist auch so, dass viele Erkrankungen der Mutter, zum Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen oder Augenerkrankungen, eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Mutter verursacht, wenn man den Kaiserschnitt wählt. Und es gibt natürlich für weitere Schwangerschaften gibt es schon größere Komplikationen. Also eine Komplikation ist zum Beispiel, dass der Mutterkuchen in der Gebärmutter nachher falsch sitzt. Oder tatsächlich, dass das Kind im Mutterleib stirbt. Oder dass die Frauen nicht mehr schwanger werden. So, und diese Punkte, diese Fakten, die werden in den Beratungsgesprächen nicht genannt. Immer wird gesagt, na ja, das ist fürs Kind gesünder, ne? Ist risikoärmer, was aber gelogen ist. Und wenn man sich diese Kaiserschnitt-Richtlinie mal anschaut, ist das schon sehr, sehr erstaunlich, in wie wenig Fällen tatsächlich zum Kaiserschnitt medizinisch auf jeden Fall geraten wird. So, und das muss man sich mal zusammenfassen. Also, wenn du einen Kaiserschnitt bekommst, dann hast du ein Risiko, dass du nicht mehr schwanger werden kannst. Wenn dein Kinderwunsch abgeschlossen ist, dann mag das ja in Ordnung sein. Wenn das aber nicht so ist, du vielleicht gerade das erste Kind hast und ne, du dann so unsicher bist und dann Einfluss genommen wird, ja, das ist so, oder im Krankenhaus haben die dann alle möglichen Sachen gemacht, um einzuleiten, was dann auch zu Komplikationen führt, dass dann nichts mehr nachher geht und dann endet es im Kaiserschnitt. Dann ist es halt eine sehr, sehr unfaire Geschichte, wenn man dir nicht sagt, pass auf, wenn wir jetzt den Kaiserschnitt machen, kann das eben dazu führen, dass du nicht mehr schwanger wirst. Und wenn du schwanger wirst, dann kannst du eine komplikationsvolle Schwangerschaft haben, ne? Weil der Mutterkuchen sich da falsch in der Gebärmutter setzt oder sich nachher ablöst. Und dein Kind kann auch, hat ein höheres Risiko, Mutterleib zu sterben. Wer will denn das? Also, da wird ein Kaiserschnitt dir verkauft als das sichere oder sicherste für das Leben des Kindes. Und das ist es gar nicht. Und da musst du schon auf der Hut sein, dass du dir da keinen Bären aufbinden lässt. So, und dann gibt es zum Beispiel auch Klassiker wie die Beckenendlage oder Zwillingsgeburten. Wenn man sich die Studie genau anguckt, dann stimmt das überhaupt nicht. Also dann gibt es keinen automatischen Vorteil bei einem Kaiserschnitt. Wenn das Kind, also Beckenendlage ist ja, dass das Kind nicht mit dem Kopf nach unten liegt, sondern die Füße, das Becken zuerst geboren werden würde. Und das ist so die Worst-Case-Situation. Da wird jeder Frauenarzt in der Schwangerschaft sagen, oh nein, gefährlich, gefährlich. Also macht die als Schwangere auch noch Angst. Obwohl es keine Statistiken gibt, die beweist, dass ein Kaiserschnitt da sicherer wäre, ja, als eine vaginale Geburt. Im Gegenteil, es gibt in dieser Leitlinie tatsächlich eine Empfehlung, keinen Kaiserschnitt durchzuführen, standardmäßig. So, und da wird dann sogar gesagt, eine natürliche Geburt ist sicher, wenn günstige Voraussetzungen vorliegen und eine Begleitung durch erfahrene Geburtshelfer sichergestellt sind. So, was heißt das? Wenn du tatsächlich eine Beckenendlage hast oder sagen wir auch mal eine Zwillingsgeburt bevorsteht, dann wäre es ganz, ganz gut, und das sollen die Krankenhäuser auch machen, ja, die sollen dich dann an eine Klinik weiterverweisen, die damit viel, viel Erfahrung hat und die sich auskennt. Und auskennen heißt nicht, ich habe Erfahrung im Kaiserschnitt, sondern die Erfahrung damit hat, eine natürliche vaginale Geburt stattfinden zu lassen. So, je erfahrener der Geburtshelfer beziehungsweise die Hebamme, ne, Geburtshelferin ist,
Und je mehr man dir auch den Freiraum lässt, dich nicht unter Druck setzt und sonst wie, ne, desto besser sind die Chancen, dass du natürlich gebären kannst. So, und da ist dann eben auch so der Teufelskreislauf. Habe ich kein Personal, was Erfahrungen hat, auch mit speziellen Situationen, dann neigt man eher dazu zum Kaiserschnitt. Und dadurch kriege ich ja immer noch nicht mehr Geburtserfahrung. Das macht es leider ja so dramatisch. So, und dass die Empfehlung einer Klinik, also wenn ich auf Geld angewiesen bin, ich habe ein Budget und ich muss Geld erwirtschaften. Ja, das ist wie beim Unternehmen. So, ich muss jeden Monat, was weiß ich nicht, sagen wir mal eine halbe Million reinbringen. Das stimmt aber nicht. So, ne, die Deutschen kriegen immer weniger Kinder, wir haben einen Geburtenrückgang. So, prima. Jetzt kommt da eine, die stellt sich davor und würde gerne das Kind hier in der Klinik kriegen. Jetzt hat die aber eine spezielle Situation und ich habe tatsächlich eine Personalmangelsituation oder ich habe Personal, aber ich habe kein erfahrenes Personal. Jetzt sagt die Leitlinie, dann müsste ich die an eine andere Klinik verweisen. Mache ich das denn? Wenn ich hier 4.000 Euro und natürlich noch die Pauschalen, wenn du dann noch im Bett bleibst und ne, da aufgenommen bist und noch ein paar andere Untersuchungen da mitnehmen kann, warum sollte ich das denn tun? Wenn ich es dann schaffe, der Frau klarzumachen, dass ein Kaiserschnitt doch sicherer sei, dann lasse ich die doch bei mir, da gebe ich die doch nicht ab. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, nehmen wir jetzt mal Beckenentleerung und Zwillinge. Es gibt ja tatsächlich auch Mütter, die sagen, nee, ich bin nicht bereit, weit zu fahren. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, wer wäre denn nicht bereit, für das Leben seines Kindes auch in eine Klinik zu gehen, die eine Stunde oder noch mehr entfernt ist, nur damit man dann die Möglichkeit hat, die besten Geburtsvoraussetzungen sowohl für dich als Mutter als auch für das Kind zu legen. Das ist doch logisch. Aber das passiert natürlich nur, wenn ich dir sage, naja, der Kaiserschnitt ist ja eh sicher, brauchen sich keine Gedanken machen, dann passt das schon. Ne? Dann werde ich wahrscheinlich da bleiben und sagen, naja, dann brauche ich auch nicht so weit fahren. So, dann legt die Leitlinie zum Beispiel auch fest, dass wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, maximal eine Woche vor dem berechneten Entbindungstermin durchgeführt wird. Da muss man jetzt aber auch wieder sagen, ne, da gibt es auch ein schönes Video zu. Was heißt denn das? Der Entbindungstermin. Also wenn du nicht genau weißt, wann die Befruchtung stattgefunden hat, dann gibt es immer wieder Berechnungen. Und das hatte ich erst, ja, in diesem Jahr hatte ich eine Mami. Da war das auch eine endlose Katastrophe. Also der Entbindungstermin, der wurde dann korrigiert, weil das Kind sehr groß war. Ne, da war halt, ist manchmal so, der Mann ist sehr groß oder man war selbst als Kind sehr groß, sehr klein, wie auch immer. Dann ist das Kind manchmal auch sehr groß im Mutterleib. Dann gehen die Mediziner oftmals dahin, messen schön mit ihrem Ultraschall. Ja, was heißt messen? Also ne, Schallwellen werden reingeworfen, dann gibt es Berechnungen, je nachdem, welches Programm denn da gerade eingeschaltet ist. Ja. Kommt man dann zu dem Ergebnis, oh, das Kind ist ja schon viel größer als der Durchschnitt der anderen Kinder, dementsprechend muss es viel älter sein. Und dann wird der Entbindungstermin mal eben schnell eine Woche oder zwei vorverlegt. Und dann heißt es, oh, sie sind ja 2 Wochen über dem Entbindungstermin. Ja, also wenn man dann, obwohl da noch gar nichts ist, also das ist auch so eine kritische Geschichte. Aber also wenn er durchgeführt wird, dann soll man möglichst nicht zu früh um den Kaiser, um den Entbindungstermin eben das Kind dann da holen. So, das hat den Hintergrund, dass wenn das Kind, je früher das Kind geholt wird, desto mehr Atemprobleme wird das Kind dann auch haben. So, Atemprobleme heißt natürlich, das Kind landet auf der Intensivstation. Landet das Kind auf der Intensivstation, bedeutet das A fürs Kind sehr viel Stress, auch die Überlebenschancen sind nicht, ja, sind schlechter als dann bei einer vaginalen Geburt. Und auch für dich als Mutter. Oftmals gibt es immer noch viele Kliniken, die den Eltern den Zugang zu ihrem Kind verweigern oder nur 2 Stunden pro Tag. Und genau diese Maßnahme, nämlich das Baby dann nicht Haut an Haut zu haben, ne, dass sie die Körpertemperatur aufgrund deiner Körpertemperatur regulieren kann, dass die Atmung sich angleichen kann, dass das Stresspegel und alles runtergeht, die Sauerstoffversorgung verbessert wird. Diese Möglichkeiten werden den kleinen Schätzchen genommen und das führt tatsächlich zu einer höheren Sterberate. Und das soll man ja nicht heraufbeschwören. So, und dann gibt es tatsächlich auch den Hinweis, dass gesagt wird, wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird,
dann soll auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Wochenbettbetreuung gut ist. Denn man hat tatsächlich dann auch festgestellt, dass Frauen, die im Wochenbett, also in den ersten 6 Wochen nach der Geburt, wirklich gut betreut sind und begleitet sind, viel besser über das Trauma eines Kaiserschnitts hinwegkommen. Dass das in unserem Gesundheitssystem nicht durchgeführt wird oder nicht sichergestellt ist, ist auch eine Schweinerei. A, wir haben Hebammenmangel und C, es gibt ja zum Beispiel die Mütterpflegerinnen oder die Familienlotsinnen auch. Ja, da gibt es immer einen Kampf mit den Kassen, dass die mal sagen, warum denn? Warum soll die denn da hin? Ne? Und viele Frauen wissen gar nicht, dass es das gibt. Also, wenn Kaiserschnitt durchgeführt werden soll, dann wäre es auf jeden Fall gut, sich zu kümmern und zu sagen, ja, dann soll die Wochenbettsituation aber so gut wie möglich sein. Und ich muss eine Hebamme haben und am besten eine Mütterpflegerin und familiär sollen Leute mich betreuen und begleiten. Nicht nach dem Baby gucken, sondern gucken, dass ich im Bett bleibe, dass ich heilen kann, dass ich mich schonen kann, dass ich meine Naht schonen kann, dass ich meinen Beckenboden schonen kann, ne, dass ich mein Kind stillen kann, dass ich mich erholen kann, um das zu verarbeiten. Das gilt nicht nur beim Kaiserschnitt eigentlich, das gilt eigentlich bei jeder Geburt. Aber beim Kaiserschnitt ist es umso wichtiger, besonders auch, also auch Unterstützung beim Stillen, eine Stillberaterin sonst nochmal mit hinzuziehen, weil die Chancen, sein Kind zu stillen nach dem Kaiserschnitt sehr, sehr viel geringer sind. So, dann gibt es leider, also es gibt Indikationen. Indikationen sind ja quasi Diagnosen, die es rechtfertigen sollen, Kaiserschnitt durchzuführen. Und die Indikationen, die werden unterschieden. Da gibt es absolute Gründe und relative Gründe. So, die absoluten wären, da muss auf jeden Fall ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Da gibt es im Prinzip auch nichts mehr zu reden. Ne? Da ist das so, das muss gemacht werden und dann wird das auch folgen. So, und das kannst du dir auch merken. Drei große Gründe. So, das ist die Querlage, wenn das Kind weder mit dem Kopf nach unten noch mit dem Becken nach unten ist, sondern quer liegt, dann ist es fast unmöglich, das Kind ja, rauszubekommen durch die Scheide. Ja, dann droht der Kaiserschnitt, ansonsten ein Gebärmutterriss. Wenn die Gebärmutter reißt, und jetzt kommen wir da auch wieder zum Thema, wie kann sie denn reißen? Bei einer natürlichen Geburt besteht kaum Risiko, dass da was passiert. Wenn hingegen eingeleitet wurde, weil das Personal wieder zu ungeduldig ist und sagt, ja, Sie müssen jetzt einen Venentropf nehmen, wir bringen das mal ein bisschen in den Schwung, ne, damit Sie hier nicht so leiden müssen. In dem Moment, wo damit in den natürlichen Geburtsprozess eingegriffen wurde, besteht das Risiko, dass so starke Kontraktionen ausgelöst werden, also ne, dass die Gebärmutter immer wieder sich so feste zusammendrückt, dass die Gebärmutter ist ja Muskel, sind ja verschiedenste Muskelschichten, dass die Muskeln reißen. Und wenn das passiert, dann droht die Mutter zu verbluten. Und dann muss natürlich sofort gehandelt werden, dann muss das Kind sofort natürlich rausoperiert werden und geguckt werden, ne, dass die Blutung da gestoppt wird, damit die Mutter überlebt. So, und der dritte Grund ist die Unterversorgung des Kindes mit Sauerstoff. Klar, ne? Also bei dem Gebärmutterriss, da geht es halt um Leben und Tod für die Mama. Und wenn das Kind mit Sauerstoff, wenn es, also kann ja zum Beispiel auch sein, dass sich die Plazenta oder irgendwas ablöst. Das sind Seltenheiten. Ne? Also deswegen nicht umsonst, dass man in Deutschland sagt, 10%. Ja? 10% ist wenig. Von 10 Frauen, ja, kriegen 9 auf jeden Fall ihr Kind, ne, könnten es vaginal ganz normal gebären, wenn man sie unterstützt und begleitet und Raum, Zeit und ne, Erlaubnis denen quasi zubilligt. Und nur eine, ja, da wäre was, was, wo Notfall eintritt. Wobei das ja auch wieder Statistiken sind. So, da müsste auf jeden Fall, um das Leben des Kindes zu retten, dann eben auch ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Also, das sind Notfälle und da kann ich euch sagen, da ist mir persönlich noch keine Mutter tatsächlich begegnet. Also, okay, dass die Sauerstoffversorgung irgendwann, das ist auch nochmal so eine Geschichte, dass das passieren kann, wenn man, wer weiß, wie eingegriffen hat. Wenn die Mutter da jetzt 2 Tage in den Wehen gelegen hat, man einen Wehentropf nach dem nächsten reingehauen hat, der Wehentropf sorgt ja auch dafür, dass du keine Wehenpausen hast. Bei einer natürlichen Geburt ist es so, deswegen wird ja auch gefragt, wie sind die Abstände zwischen den Wehen.
Da hast du zu Beginn alle 10 Minuten eine Wehe, dann dauert die mal 30 Sekunden oder im Laufe der Geburt dann mal 90 Sekunden. Aber dann hast du wieder Pausen, ne? Dann hast du immer 9 Minuten, 8 Minuten, 7 Minuten. Und ganz zum Schluss hast du halt eine Minute oder ein paar Sekunden und dann zack, zack, ne? Geht das ziemlich schnell. Und das hat der Körper ja extra so angelegt, weil wir, ist ja logisch, Muskel muss sich anspannen und er muss sich entspannen. Wenn sich ein Muskel nur, ne, anspannt, kommt das zu Krämpfen und dann geht da auch nichts mehr im Körper. So, und der Körper kann das. Der kann ja seinen eigenen Hormoncocktail anspannen, entspannen. Wie geht's hier los? Ne? Was ist mit dem Herz-Kreislauf-System des Kindes? Was ist mit dem der Mutter? Das kann der Körper schon ganz frei selber regulieren, wenn der Mensch nicht eingreift. Und auch jedes Medikament, was da gegeben wird, selbst Schmerzmittel, ne, greifen ein, sorgen dafür, dass die Gebärmutter sich nicht mehr zusammenzieht ordentlich, sondern nur ein bisschen. Dann wird das Kind nicht nach unten geschoben. Dann verzögert sich alles, kann es auch wieder zu Komplikationen geben. Komm. So, also ne, das im Hinterkopf behalten. Also, dass da massiv eingegriffen wurde und dann die Sauerstoffversorgung schlechter wurde oder tatsächlich ne, ein Gebärmutterriss dann davor kommt. Solche Geschichten habe ich schon gehört, aber auf natürliche Art und Weise. So, dann gibt es, also das waren die absoluten Gründe für einen Kaiserschnitt. Und dann gibt es die relativen. Das heißt, das sind die nicht medizinisch zwingend notwendigen Kaiserschnitte oder Kaiserschnittgründe. So, dann, ne? Nummer eins ist, es gab schon mal einen Kaiserschnitt. Nummer zwei, ha, das Kind hat plötzlich auffallende Herztöne. So, Nummer drei ist eine protrahierte Geburt. Heißt, der Muttermund öffnet sich verhältnismäßig langsam oder das Kind tritt nicht tiefer ins Becken rein, obwohl Wehen da sind. Ja, das ist im Endeffekt wieder dieser Klassiker, wo man dann auch von einem Geburtsstillstand spricht. Sprich, die Mutter wurde nicht ausreichend betreut und begleitet. Es wurde zum Beispiel ein klassisches Beispiel, ja, ich komme jetzt rein und jede Viertelstunde, eine halbe Stunde untersuche ich dich vaginal, dann bist du jedes Mal natürlich angespannt, weil je nachdem, wer wie untersucht, kann das total schmerzhaft sein, sprich, tut das weh, geht der Muttermund wieder zu. So, also, die kommt untersuchen, du bist schon ein bisschen weiter verkrampft, der Muttermund geht wieder zu oder bleibt so. Und dann wird irgendwann gesagt, weil im Krankenhaus gilt ja oftmals immer noch die veraltete Regel, jede Stunde muss der Muttermund sich um 1 Zentimeter weiter geöffnet haben. Ja, und dann wird gesagt, nee, also da hat sich nichts getan. So, und bist du verspannt, bist dein Beckenboden komplett zu, ja, dann kann die Gebärmutter oben drücken, wie sie will. Wenn da unten zu ist, da kommt das Kind nicht durch. Ja, also wenn hier oben gedrückt wird, muss hier locker gelassen werden, hier im Becken, sodass das Kind nachher da gut durch kann. So, das passiert dann auch nicht. Und dann wird eben gesagt, ja, jetzt machen wir nochmal einen Venentropf, jetzt machen wir nochmal dies und die machen wir nochmal jenes. Und wenn das alles nicht passiert, dann folgt eben die Sauglocke, Zange, Geburtszange, wird da, wer weiß wie, rumgeeiert, rumgemetzgert, Gewalt ausgeführt, Kristallergriff immer noch angewendet, also gewaltsam versucht, das Kind irgendwie aus dem Bauch da rauszuschieben, drücken, quetschen, wie auch immer. Und wenn das dann nicht passiert, dann folgt eben der Kaiserschnitt. Ja. Also das ist, wie soll man sagen, traurige Realität. Und wenn wir uns mal andere Länder angucken, zum Beispiel Skandinavien. Skandinavien ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn die haben eine Kaiserschnittrate von 15% tatsächlich. Und die haben keine höhere Sterblichkeit. Also man könnte ja in Deutschland zum Beispiel meinen, am Anfang habe ich ja gesagt, wenn wir eine Kaiserschnittrate von 15% hatten und die ist gestiegen auf 30%, könnte man ja im schlimmsten Fall davon ausgehen, Mensch, vielleicht gab es ja mehr Komplikationen und dann haben wir das durchgeführt, um mehr Babys oder mehr Mütter zu retten. Das ist in Deutschland aber nicht so. Da wurde nicht festgestellt, dass aufgrund der Erhöhung der Kaiserschnittraten die Sterblichkeit von Mutter oder von Kind gesenkt werden konnte. Und deswegen zeigt das auch, also zeigen die Statistiken in Skandinavien auch sehr schön, denn die haben ja 15% nur Kaiserschnittrate.
Und die haben keine höhere Sterblichkeitsrate. Weil da müsste man im Umkehrschluss ja von ausgehen, Mensch, wenn die weniger operieren, ne, müsste die Sterberate rundherum um die Geburten ja höher sein. Das ist aber nicht so. Und was machen die anders? Also erstmal sind die meisten Geburtskliniken sehr, sehr groß und die haben locker mal so 1000 Geburten im Jahr. Und das Personal wird kontinuierlich fortgebildet. So, und da die Kliniken dort in kommunalen Händen, also in Staatshänden sind, gibt es auch keine Gewinne. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt mal angucken, 15%, das heißt 85%, ne, werden da natürlich quasi geboren, der Menschen. Und wenn wir uns jetzt Länder angucken wie die Türkei oder Syrien, wo die Krankenhäuser immer mehr privatisiert sind, da kannst du ja mal raten, was meint ihr denn, wie hoch die Kaiserschnittrate da ist? 90%. Sprich, von 10 Frauen kriegen 9 per Kaiserschnitt ihr Kind. Und ja, diesen Trend haben wir in Deutschland auch zu befürchten. Also gibt es auch andere Länder wie Brasilien, wo auch schon sehr, sehr lange oh, Kaiserschnittraten, ich glaube, weit über 50% stattfinden. Und was wir da noch sagen können, ich sag mal, in so Ländern wie Brasilien, oder nehmen wir mal an, in Ländern, in denen die Lebensverhältnisse nicht so gut sind wie bei uns, besteht natürlich beim Kaiserschnitt noch ein viel, viel größeres Risiko zu sterben, weil die hygienischen Bedingungen da ja gar nicht so gegeben sind wie bei uns. Heißt aber auch nicht, bei uns, wenn ein Arzt sagt, ja, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt oder wir machen generell jede Operation im Krankenhaus, dann glauben wir, oh, die haben ihre Desinfektionsmittel und die haben meinetwegen auch ihre Erfahrung, dass das klappt. Es ist trotzdem ein Risiko. Ein Riesenrisiko. Denn das, was wir vor 80 Jahren hier in Deutschland noch nicht hatten, waren diese ganzen multiresistenten Keime. Sprich, du gehst gesund ins Krankenhaus, dann wirst du operiert und anschließend hast du irgendeinen Erreger in der Wunde und stirbst nachher nicht, tja, als indirekte Folge der Operation, nicht an dem Angriff direkt, sondern an den Keimen, die dir da eingeschleppt wurden, eingeschleust wurden. Und das Risiko solltest du auch immer im Hinterkopf behalten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du solltest mitgenommen haben. Ein Kaiserschnitt ist eine richtige Operation. Sprich, da werden verschiedenste Stränge, ne? Es wird die Bauchdecke, es wird Fettgewebe, es werden Muskeln. Ne? Du musst dir vorstellen, die Bauchmuskulatur wird durchgeschnitten. Dann wird die Muskulatur der Gebärmutter durchgeschnitten. Also da wird so viel eingegriffen. Da wird dir ein Katheter gelegt, ne? Sprich eine Röhre durch die Harnröhre. Entweder PDA oder Vollnarkose. Also du gehst ein sehr, sehr großes Risiko ein, Schaden anzurichten. Und da ist es wie immer, wie ich immer wieder sage, Risiko-Nutzen-Rechnung muss ehrlich aufgestellt werden. Das wäre irgendwie, also ich habe letztens habe ich ein Video gesehen auch auf YouTube von einem Arzt, der über die Vor- und Nachteile des Kaiserschnitts gesprochen hat und gesagt hat, er mache das jetzt ganz neutral. Neutral fand ich das überhaupt nicht. Neutral war, er hat dann die Tabelle, hat auch hier diese Kaiserschnittrichtlinie genannt und hat dann unter anderem ja Vorteile auch genannt. Ne? Also der Vorteil ist, dann habe ich keine Scheidenverletzung als Beispiel. Oder ich kann ja dann die Geburt planen. Oder wenn ich keine Kinder mehr kriegen möchte, dann kann ich mich ja gleich sterilisieren lassen. Die Kassen zahlen das ja auch oft dann direkt mit. Also kann ich auch beim Kaiserschnitt, kann ich ja nachher, habe ich auch keine Gefahr, weil ich ja keine Scheidenverletzung habe, dass ich vielleicht mit Inkontinenz Probleme habe. Also Leute, da habe ich wirklich gedacht, ich falle hier gleich vom Hocker. Das ist doch nicht neutral. Das sind ja also Vorteile. Der einzige Vorteil wäre so, als wenn ich dich jetzt frage, okay, hier Luftröhrenschnitt. Was sind die Vorteile eines Luftröhrenschnitts? Oh, damit ich nicht mehr durch die Nase und durch den Mund atmen muss. Also das ist so ein Schwachsinn sondergleichen. Ne? Luftröhrenschnitt, der wird durchgeführt, um ein Leben zu retten. Keiner, der klar bei Verstand ist, würde ja oder würde auch sagen, na ja, kann ja mal sein, dass ich irgendwann nicht mehr atmen kann. Dann wäre ja gut, dass ich schon mal hier so, ne, dass ich hier dann eine zusätzliche Luftröhre hätte, damit ich dann auf jeden Fall überleben kann. So,
Das ist ja totaler Schwachsinn. Ein Luftröhrenschnitt kann dein Leben retten, wenn da tatsächlich Probleme aufgetreten sind. Die kommen aber auch sehr, sehr selten vor. Und genauso ist es auch mit dem Kaiserschnitt. Also solche Gründe als Vorteile da darzulegen, ist für mich total verantwortungslos. Das ist eine Unverschämtheit sondergleichen, ist absolut verantwortungslos und sollte ein Arzt erst recht nicht genau so darbringen. Das mag vielleicht ein Arzt anderen Ärzten, ne, vielleicht nochmal so verkaufen wollen, aber doch nicht einer Frau. Wenn dein Leben in Gefahr ist, wenn das Leben deines Kindes in Gefahr ist, und meinetwegen gab es auch, da kann es doch Besonderheiten geben, ja, dass du vielleicht Schmerzpatientin bist oder ein Trauma. Du hattest schon eine Geburt und das war so traumatisch, dass du so Angst hast, dass das nicht funktionieren könnte. Dann mag das ein Grund sein für dich, aber für das Kind ist es nach wie vor nicht der sicherste Weg, geboren zu werden. Und für dich im Übrigen auch nicht, ne? Weil wenn alles, was danach erfolgt, die Hormonausschüttung nachher nicht da sind, du Probleme mit der Narbe hast. Im Übrigen kenne ich da auch einige. Die mussten mehrfach operiert werden, muss die Narbe wieder aufgemacht werden, weil es Vereiterung gab und was weiß ich nicht für ein Gedöns. Also ganz, ganz unschöne Geschichte, sodass man da von Vorteilen gar nicht sprechen kann. Ne? Oder ich sag mal, reden wir mal von einer Amputation. Welche Vorteile hat eine Amputation? Erstmal gar keine. Es geht da um Leben und Tod. Kann ich den Menschen retten oder nicht? Und in dem Fall amputiere ich dann irgendwas, damit der Mensch überleben kann. So. Ja, also ein Kaiserschnitt kann sehr, sehr viele Nachteile haben, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Wenn es um Leben und Tod geht, gibt es eh nur die Wahl, ne? Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich es versucht. Aber wenn ich aus irgendwelchen Kostengründen den Kaiserschnitt bekomme, aus Klinikseite oder weil mir verkauft, das ist das Beste fürs Kind, dann ist das absolut eine kriminelle Taktik, die auf gar keinen Fall stattfinden sollte. Und da bist du gefragt. Fragen, Fragen, Fragen. Sagen, besteht hier Lebensgefahr für mich? Besteht hier Lebensgefahr fürs Kind? Oh, ist es keine Querlage? Das weißt du ja in der Regel selber. Mache ich nicht. So, und wenn wir tatsächlich eine vaginale Geburt einer Kaiserschnittgeburt gegenüberstellen, so, dann kann ich natürlich sagen, okay, bei einer vaginalen Geburt kann ich Geburtsverletzungen bekommen. Sprich, meine Scheide, da kann was reißen, da kann bestimmt was tun. Aber was wir hier nicht vergessen dürfen, bei einer natürlichen Geburt, wo nicht dauernd untersucht wird, wo der Arzt nicht schneidet, wo die Hebamme nicht, ja, den Scheidengang weitet, da gibt es auch schöne Videos. Ich muss auch gucken, ob ich noch ein schlimm. Ich habe Geburtsverletzungen schon gesehen, wie eine Hebamme, das Köpfchen des Kindes war, ne, war schon zu sehen, wo die hingegangen ist. Und, wie kann ich das denn vergleichen? Und mit dem Finger gewaltsam rundherum. Die hat noch nicht mal Vaseline oder irgendwas genommen. Trockener Handschuh, Scheide, ja, und hat dann mit trocken immer wieder so geweitet. Diese Frau musste nachher mit über 14 Stichen genäht werden, weil die Hebamme, ja, das Scheidengewebe hier aufgerissen hat. So, aber vorher haben sie natürlich PDA und alles Mögliche noch gelegt, nachdem sie dann da, ne, Druck aufgebaut haben. Und so. Furchtbar. Also, eine natürliche Geburt heißt, die Frau, der Verstand ist ausgeschaltet, die Frau kann sich tranceähnlich auf sich fokussieren, der Körper macht, wozu er geboren wurde, ja, und macht das alles, es gab sonst keine Auffälligkeiten, der Körper macht das in seinem Tempo und das kann dauern. Ja, in der Klinik, klar, wollen die irgendwann den Kreislauf wieder frei haben. Wenn du zum Beispiel zu Hause bist oder ziemlich lange wartest, erstmal bis du in die Klinik gehst, kannst du dich hinlegen, du kannst in die Wanne, du kannst warten, du kannst dich überall dranhängen, an den Tisch hängen oder sonst wie, ne? Atmen, locker lassen, ausruhen. Dann sind die Chancen von Geburtsverletzungen relativ gering. Die Geburtsverletzungen, die steigen erst, wenn eingegriffen wird. Wenn du den Wehen drauf gekriegt hast, wenn da rumgedoktert wurde, wenn da mit, was weiß ich, nachher noch mit der Saugglocke oder sonst wie, ne, dann hast du das größte Risiko, dass die Muskulatur in deinem Becken zerstört werden kann. Angerissen, angeschnitten und sonst was. Und das führt dann eben zu diesen Geburtsverletzungen. Also kann man sagen, wenn der Mensch sich dort nicht einmischt, ist das Risiko ziemlich gering. Und dementsprechend kann man es nicht gegenüberstellen, dass man sagt, okay, ich kann mich jetzt entscheiden. Ah, wird mir jetzt der Bauch aufgeschnitten oder wird mir meine Scheide aufgeschnitten? Wo habe ich wohl weniger Nachteile? Also, wenn es natürlich stattfinden lassen kannst, das Risiko, Verletzungen zu erhalten,
sehr, sehr gering, wird eingegriffen, wird erst, ne, der Part Scheidenverletzungen wird, wer weiß wie, erhöht. Und wenn man da nicht dann erfolgreich ist, weil das nicht so klappt, dann verschlechtern sich natürlich die Herztöne. Dann kann man nachher sagen, alles klar, wir müssen ja doch einen Kaiserschnitt machen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, du hast jetzt weißt, auf welche drei Dinge du zu achten hast. Ne? Was ist wirklich lebensgefährlich, sodass ein Kaiserschnitt gerechtfertigt wäre? Und was sind nur Kann-Situationen? Ach, und im Übrigen sagt die Kaiserschnittrate eben auch noch, dass, wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, haha, die Frau normalerweise jede Menge Anspruch auf Therapien hat. Therapien für den Beckenboden auch. Denn auch wenn eine Schwangere einen Kaiserschnitt gekriegt hat, ist der Beckenboden trotzdem in Mitleidenschaft gezogen worden. Bringt jede Schwangerschaft eben mit sich, ne? Dass das Kind eben, weil es mit dem Gewicht draufdrückt, normalerweise hält unser Beckenboden ja unsere anderen Organe, die Blase und den Darm und, ne, und die Gebärmutter an Ort und Stelle. Das ist ausgedehnt oder wird überdehnt. Ne? Das muss man so oder so trainieren. Aber als Kaiserschnitt-Mami sozusagen, obwohl ich den Begriff überhaupt nicht mag, hast du einen Anspruch darauf, ne, dass man dir im Wochenbett mehr hilft, dass dir beim Stillen mehr geholfen wird, schon in der Klinik. Und in der Richtlinie steht auch, dass man Bonding, dass man darauf achtet, dass du schon Hautkontakt bekommst, ne, Haut zu Haut im OP, was ja viele immer noch nicht machen. Gibt ja verschiedene Varianten, wie man noch versuchen kann, aufs Kind eben einzugehen. Ne. Gibt es auch hier das Video mit den verschiedensten Varianten eines Kaiserschnitts, wenn denn der notwendig ist. Gibt, ne, also Beckenbodentherapie, die gibt es jede Menge. Also ich kann euch nur raten, lest dir mal diese Richtlinie durch. Ich packe dir mal den Link unten rein. Da findest du nachher eine lange Version, eine kurze Version oder auch vom Ärzteblatt, was sie zusammengefasst haben, je nachdem, wie viel Lust du hast, da was zu lesen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich hatte ja eine Diskussion, eine kleine, mit jemandem von euch bei meinem letzten Video über den Kaiserschnitt. Das war eine Hebamme, die hat dann gesagt, nee, eine Vollnarkose machen die Kliniken nicht. Und da könnt ihr das Klinikpersonal auch mal an den Hörnern packen. Ja, klar. Empfehlung Nummer A ist, das soll dann unter PDA oder ne, mit der anderen regionalen Betäubungsvariante durchgeführt werden oder empfohlen werden. Aber wenn die Mutter den Wunsch hat, oder es Kontraindikationen gibt, dann ist das die Variante B, dann soll die Mutter sehr wohl die Möglichkeit haben, eine Vollnarkose zu bekommen. Und darauf kannst du, wenn du sagst, ja, ich möchte nicht bei vollem Bewusstsein, dass mir da irgendwie sich das alles mitbekommen, wie ich aufgeschnitten, aufgerissen und sonst was, da wird das so unangenehm und eben weil du ja meistens fixiert bist, hilflos da liegst, das möchte ich so nicht, dann hast du sehr wohl ein Recht und kannst dich auch auf diese Richtlinie berufen und kannst ganz klar sagen, hallo. Es ist hier eine Richtlinie drin und ich möchte, dass Sie gemäß dieser Richtlinie das auch durchführen. So, das ist dein gutes Recht. So, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann einmal den Daumen hoch, in die Kommentare bitte schreiben, wenn du dir ein spezielles Thema noch wünschst oder noch eine spezielle Facette zum Kaiserschnitt oder zu anderen Themen wünscht, dann schreib das doch auch unten in die Kommentarfunktion. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst oder wenn du auch meine Videos teilst. Alles Gute für dich, bleib gesund, behalt die Ruhe und informier dich. Wenn du dich nicht informierst, tut es keiner. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.